jetzt ausschaut, geht die Kaskade auf eine Umgestaltung im 19. Jahrhundert zurück. Damals wurde dann auch die Kaskade mit dem Figurenschmuck versehen. Ich erhoffe mir eben in Zusammenarbeit mit der Firma Kercher entsprechende passgenaue Angaben zu bekommen, mit welchen Geräten gearbeitet werden kann, mit welchen physikalischen Parametern gereinigt werden kann, also Druck, Wasser, Dampftemperatur etc., sodass wir die Kaskade möglichst schonend und auf effiziente Weise jährlich reinigen. Im Auftrag der Firma Kercher reinige und restauriere ich die beiden Skulpturen, die die Kaskade seitlich flankieren. Die Figuren sind sehr stark durch Algen verschmutzt und extrem verbacken. Mit Hilfe von Kercher Hochdruckreinigern wird der Algenbewuchs in mehreren Durchgängen entfernt. Auch schwer zugängliche Stellen konnten mit der einstellbaren Hochdruckdüse problemlos gereinigt werden. Die zerklüftete Oberfläche wird nach der Reinigung mit einer Schlemme wieder eingeebnet. Dadurch wird eine schnelle Neuverschmutzung verhindert. Es ist mir eine große Freude und Ehre, in so einem schönen Bereich hier mitarbeiten und mitwirken zu dürfen. Mit normalen, herkömmlichen Heißwasser-Hochdruckreiniger haben wir mittlerweile ein perfektes Ergebnis hinbekommen. Der Hintergrund zeigt es euch, wie schön das letztendlich das Ganze geworden ist. Eine riesige Freude, hoffe ich, für alle Beteiligten, die hier spazieren gehen und zukünftig diesen Brunnen bewundern dürfen.